von Schlaf. Mit der breiten Maseldorf. Mit der Schmeichel, mit der Spaß. No, wo setz ich etwas nice? No, wo setz ich etwas nice? Hat sich auf die Welt von Schlaf. Mit der breiten Maseldorf. Mit der Schmeichel, mit der Spaß. No, wo setz ich etwas nice? Meine liebe und eure Damen und Herren, Havertes und Haveirem, Kuschewe Freund, ihr hört ein neutorisches Programm von Paris, wo das Herz etwas Neues. Beim Mikrofon ist Michael Felsenbauer. In unser erster Teil wollen wir eintonieren eine Theme, wo es gehört zu so gerufenen Weitigdecke in Jönem. Und ich wollte mich damit verschwiegen, mein Weitig nur. Mein Neiger hat mich zugeführt zu den kurzen und langen Entfers auf einen Artikel gewidmet der Salut-Aktie in dem Kanaden-Parlament. Wie ihr wisst, die Kanader-Parlamentarien haben salutiert dem nazischen SS-Verbrecher im Achschmo, wie sich reut. Meine Lippen sorgen sich auf, rauszubringen sein Treffen im Numen. Zusammen mit dem Kanader Parlamentleit hat der Menschenfresser geplasket mit dem End, aber der stehende Gerät, der Präsident von Ukraine. Sofbarsche. Die Toleranz von der kanadischen Regierung zu den nazischen Verbrechern hat eine lange und nicht freiliche Geschichte. Mit der Jurzerik habe ich gehabt, erzählt wegen einer traurigen Kurios, was ist geschehen in kanadischen Vancouver in Sammebrenn von der Zweiten Weltmilchung. Eine Sicherheitsfirma hat inszeniert Okkupation von der Stadt mit dem deutschen Militär. Der Spektakel in Gänsenfüßlach ist gewähnt, zugegräht und durchgeführt, also professionell, als zum Sof von der Vorstellung in Gänsenfüßlach. Seinen untersatte Kanader Bürger gelaufen in Gestapo, wieder einmal in Gänsenfüßlach, und zu weisen die pünktliche Adressen und Namen von den ortigen Iden. Sie hat sich etwas gebeten in Kanada für die letzten 80 Jahre. Aber der Lebensniveau im Land ist einer von den höchsten auf der Welt. Über 55.000 Dollar Achnosis ein Jahr für jeden Kanader Teuschiff. Kanada ist ein Weltleader in Radiotechnikindustrie, in Pharmazeutik, in kosmischem Spionage und noch eine lange Reihe Wissenschaft und Industriegebieten, in welche Kanada ist ein Weltleader. Und ich frage sich allein, Steitsch, Hevre, ihr seid so reich, also viele Diener legen sich bei euch vier Mulatuk enorm mit goldenen Eier. Nicht schön, dass die so gerufene Kanader Demokratie hat für die letzten 70 Jahre nicht gefunden zwei Piaster, die durchkontrollieren die Regimes von jenen Immigranten, auf welche sie Kanada hat reingelost in Land bald nach der Milchung. Die ganze Geschichte mit Salutieren im Parlament, dem ausgepascheten SS-Mann ist ein schrecklicher Fleck, wo es die Zeit wird keinmal nicht abmerken. Aber noch bitterer sind die Tausender und Tausender Abschätzungen von den einfachen Bürgern von Gor der Welt und zwischen sie euch von Medina Sisrul.
die Jiden allein haben organisiert dem Scheu im kanadischen Parlament. Das ist der Leitmotiv, die zu verdienen auf dem erscheinen Mann. Und jetzt eine kurze Abweichung, was Leute meine Meinung hat, ja scheich ist zu der Missermeise mit dem gewesenen SS-Mann. Die indische Regierung hat gemolden, als bis 12. Oktober schicken sie heraus von Land, von Indien, 40 Kanader Diplomaten, wie ein Entfer auf herausschicken von Kanada einen indischen Diplomat. Die erräuschendige Geschichte ist verbunden mit dem Mord von dem Leiter von der kanadischen sikhischen Gemeinde, Hardeep Singh Nijjar. In heute, das ist geschehen in heute Juni 2023. Inmitten September hat der kanadische Premier gemolden, als die Verantwortlichen für den Mord seien die indischen speziellen Amten. Jetzt habe ich eine Klotzkasche. Хевре Канадер парламент митглидер. Цвей хадушим и зах гивейн гину кидейцу андекн агут фармаскиртен морд. Вусот организирт ин дургефирт эйнер фунди мэхтигсте ойшпир амтен ойв дер вэлт. Их мэйн инди. Ун ицт из мэйн клоц каши гуфе. Йенер эсэс ман. Von einer SS-Divisie, wo es oben der Arke Tausender und Tausender umschuldige zivile Menschen. Zu 70 Jahren ist gewesen nicht genug, die zu entdecken, die Tausender und Tausender nazische Verbrecher, welche oben gefunden waren eben in Kanada. Die Kanadier Regierung kann sich tausendmal entschuldigen, und viele wegschicken auf Pension dem ganzen Parlament hier. Nur mir reden, darf ein Gedenken. Also viele Ateich, Krokodil, Tränen, wird nicht umkehren von jener Welt, kein Nefisch, wo es oben umgebracht die nazische Verbrecher und zwischen sie euch, die gut ausgepaschete auf die saftige Kanader Pasches, gewesene SS-Leit. Ihr macht Schmamm und sich ram. Tränen, Gottenju,
Tilkejt e herën. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Gotenju ich will dich tilkejt e herën. Schwarze wie Korn. Lange Nacht und kurze Jorn. Es kommt die Zeit in Himmel vorn. Gute Nu, vergib mir meine Tränen, Gute Nu, ich will ein Stern werden. Ai, 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 ai. Gute Nu, ich will ein Stern werden. Schwarz und weiße Beine, Gräser kuschen sich mit Bäumen. Schwarz und weiße Beine, ey, wie kleben kenn ich kenn. Vergib mir meine Tränen, ich will ein Gräsel werden. Gute Nu, ich will ein Gräsel. Unitzt, meine liebe Damen und Herren, a pur bis gur wichtige Neis auf dem Gebiet von des same schönste idische Blödkes. Mit der Woche zurück haben wir verendig zu bekennen den breiten Eulen mit die glänzende Kiedergreifungen von die Schnobel-Laureaten, aber die Woche ist schon gekommen, die Zeit uns zu heben, zu sich bekennen mit den Nobel-Laureaten. Und Mama ist Leute der Tradition, die erste sind gemolken geworden, die Wissenschaftler auf dem Medizingebiet. Katalin Kariko von Ungarn und Drew Weissmann von Amerika. Drew. Sie sind in Ballon geworden mit dem Ehrenpreis für Ausarbeiten die effektive Vakzin gegen Covid-19. Die Nobelprämie auf dem Chemiegebiet hat geteilt drei Wissenschaftler: Mungi Bavendi, Louis Bruce und Alexei Jekimov für Entdecken die Quant Pintalach. Der MS ist, als die Entdeckung ist gewesen mit gute 40 Jahren zurück. Aber die Resultaten sind bei MS grandiose und einzige Take ist, man ist schwer zu finden, ein Gebiet von eurer Technologie ist, aber sind nicht genutzt, die Resultaten von jener mit 40 Jahren zurück Entdeckung. Die Laureaten von Physikgebieten sind geworden Pierre Agostini von Amerika, Ferenc Krauss von Deutschland und Anne Lüe von Schweden. Alle drei
um bekommen den Preis für unsere Arbeiten, die Technologie, für die extra kurze, leise Impulsen. Das heißt, die Technologie, was der Leute uns, reingucken in same Toch von der Juderl. Mit der Regime von den Nobel-Laureaten wollen wir Mirchen Mamschich sein in der Woche rum und jetzt will ich sich teilen mit einer schönen Plötke, der eine in Sambia, ob die Gelernte entdeckt, ein Stück künstlichen Objekt, was ist mit damit die älteste auf der Welt von den alle Objekten entdeckte. Sie ist 476.000 Jahre alt. 476.000 Jahre alt. Und ein faktischer Beweis von der Tätigkeit von den kadmonischen Menschen. Es redet sich wegen zwei Gletscher, wo seinen zugepasst einer zum zweiten mit der Pass, gemacht mit der Kehle. Die gelernte Eilen halten als das ist ein Teil von einem Brickel, wo so gedient die kadmonischen Menschen bis die Verfletzungen. Die Wichtigkeit von der Entdeckung ist in dem, als die Konstruktion hat geschaffen nicht kein Homo sapiens, nur etwas an anderen Menschen, wo so gelebt in der Steinkufe und in Unterschied von den früherigen Meinungen ist gewesen nicht kein Navena, nicht kein Vagabond, nur ist gewesen besetzt auf einem gewissen Schädach. Und an dem, wo der Wasserfall und die aromischen Wälder oben besorgt, jene kadmonische Menschen, sei mit Wasser und sei mit Speis. Und noch eine wichtige Entdeckung ist gemacht geworden in Spanien, in der so gerufene Weite Heilen. Die Archäologen haben gefunden, öfter die same älteste in Europa Schicht. Es rät sich wegen Apur-Sandalen, geflochtene von Groß, und sie sahen am wenigsten 6000 Jahre alt. In derselben Reihe hat man gefunden mumifizierte Gebeine von Apur-Menschen. Und die gelernten Alten, als die Sandalen oben gehört zu einem von jenen Mumies. Euch früher vielleicht man gefunden Schicht in verschiedenen europäischen Ländern, in Britannien, in Österreich, in Norwegen, aber jene Schicht sind rund 2000 Jahre alt. Unsere spanischen Sandalen sind dreimal älter. Es dachte sich, als die antiken Menschen oben besetzt dem Erdkugel auf so eng, als alles, was man hat gekannt, gefunden, hat man schon gefunden. Aber das Leben sucht uns unter, kinderlich, hat nicht genäße Lokschen, grobt tiefer. Sie weißt du, wer der Wolken ist. Sie ist der selber Wanderer, wo sie sie gewähnt, du jede Woche in der Gestalt an anderen gesessen, da bei unserem Tisch getrunken Bier und mehr und eine tiefe, stille, goldene Rede. Arein gerät. Fune Winde, welche kreizen sich von Sternen blieb verblieb. Bis alt in unser Schäub geklappt, der Bläuer in der Früh.
weißt du, wer der Vogel ist? Süß der selber Wanderer, wo süß erst Nächten dumm gewesen, in a Gestalt an anderen, gestanden do auf unser Schwell, mit Stäub auf seine Schien, die grüne Torbe in der Hand und still gerät zu sich. Von wegen, welche kreuzen sich und belohnen durch der Welt, von vielen gerne, was hatten sich, Häufelbäume und Teich und Feld. Von Sommern, wo sie gehen auf wie blonde Mame stehen, von Herbsten, wo sie tulien sich in sehr Schotten kiehen, von Wunder und von Wandern, von Blühen und Vergehen, von Kommen noch am Ort zu Rieg, noch schön und danke zum Samen so von unser, wo ich diese will ich missen mehr sein, unsere Teile zu hören, mit ein paar fröhlichen Neues von guter Welt. Schon jahrelang drehen sich die Gelernte dem Kopf. A wo wollen die samme ledasche Menschen auf der Welt? Das heißt, die feule Leid, die samme feule Leid. Die Zababones haben uns dumme Tawe geschickt in die so gerufene Kurortländer. Aber die letzte Forschungen oben klar der Wesen, als das ist ein Bluff und ein billiger Mythos. Der Statistische Amt von Europa hat anumulten publiziert, die frische Protein wegen dem Teuer von der Arbeitswoche in verschiedenen europäischen Ländern. Es hat sich ausgewiesen, als die same längere Arbeitswoche ist in Griechenland. Und der Eulen hat ständig geteinet, als die Griechen wissen nur von singen, tanzen, trinken und essen. Nicht ems. Euch Griechen können gut arbeiten, aber die same feule Leute wollen in die bis gut entwickelten Länder, in Niederlanden, in den Deutschland, wo ist die same kurze Arbeitswoche, 33 Stunden a Woche. Die Griechen arbeiten durchschnittlich 41 Stunden a Woche. Aber mehr von allen europäischen Arbeitern arbeiten taki in Serbien, hoch Serbien ist nicht kein Mitglied in der Vereinigten Europa. In Serbien arbeiten die Teuschwim über 43 Stunden pro Woche. Nicht weit von Serbien, nicht nur geografisch, nur auch auf der Arbeitsfront ist Rumänien und Bulgarien. Auch Länder mit anderen schönen Kurorten. Ist das gerecht gewesen, die Marquise Angelica de Montelu. Ihr sollt nicht gucken auf den äußerlichen Häusern von meinem Mann, Geoffrey de Peyrac. Ja, er ist ein Kalike, aber er hat eine Sache Geld und einen sehr schönen Palaz. Auf den ganzen Arbeiterklasse
gesucht geworden. Und da geht zum Samen so von unserer wöchentlichen Reudize, will ich euch, meine lieben Teuren Damen und Herren, bekennen mit der sensationellen Neues, was ist auch erstund gekommen von Jerusalem, von Israel. Bis die Ausgraben gehen in Jerusalem, haben die Gelernte gefunden, eine Käfer, was ist 2300 Jahre alt. Euch mir eine Sensation, wird er sagen, Israel ist ungepickt mit alten Quoren. Warte, Rege, und hab nicht genießen Lokschen. Noch die Ausforschungen von dem, wo es ist geblieben, noch ein junger Freund, und ist gewesen, behalten in einem Sarkophag, ist geworden klar. Es redet sich wegen einer jungen Frau, wo sie es gewähnt kremiert. Ach, aus dem Arsch ist in einem Sarkophag gelegen ein bronzener Spiegel und ein paar zerkrümmte Zweckes von einem verfolgten inzernen Kasten, in welchem ist einmal gelegen der Spiegel. Wie hat geheißen jene Frau, weiß man nicht. Nur man weiß, dass sie ist gewesen apilegisch, eine Kurtisanke, eine Kochanke von einem, einem großen griechischen Natschalnik von jener Zeit und Hutz der Meise. Das ist der erste entdeckter Fall von einer Kremation in Israel in der hellenistischen Kufe. Ein teurer Spiegel, was man hat gefunden in einem Sarkophag, ist schon der zweite, was man hat gefunden in Israel. Die gelernte Alten, als die kremierte Frau, ist gewesen eine griechische Kurtisanke, weil die griechischen Weiber sahen sehr selten raus von der Reim. Und wer redet schon wegen begleiten der Mann in sein weiter Militärreise? Ja. Ich soll nicht vergessen noch ein Brat, welcher wird euch mit Stamme machen, ein bisschen freilicher auf den Arzen. Auf der guten Welt sahen du, Sachakel 63, an solche Spiegeln, wo es mir hat gefunden in einem Sarkophag von einer griechischen Kurtisanke. Vergedenkt, nur 63 Stück. Und Schlaf mit der breiten Maseltof, mit der Schmeichel, mit der Spaß. No, wo setz es? Wo setz es? Von Samen beginnen, begossen mit Liebe, die warm die Beinlach bei kachelnde Rebe, in Wald von dem Leben, die Hochme geklieben. Rein mit der Reite hat Schabes gerieben, ein Stickele Erich mit scharfen Gerieben. Die Meile ist geläuft, die Chisroin ist getrieben, bin Kuli gezmieren, gestiegen, bekiven. Michigene Geld, in Michigene Geld. Weiß ich was, dieselbe Sache, singt der Schabe auf dem Dach, Kälbel aufgeht auf ein Neiter, und das Leben geht sich weiter, und das Leben geht sich weiter. Von Samen beginnen, begossen mit Liebe, gewärmt die Beinlach, bekacheln Rebe in von dem Leben die Hochme gekleben und rein mit der Reite auf Schabes gerieben. Ach,
ishte kleheri me sharfin kerim di mailis gilot di hisroidis gitrim fin kule gitsmirn gishtigen begiven michigan again un michigan grifn von ihm. Hab die Welt, das ist ein Drinnen. Das ist schwarz und das ist weiß. Euch die Deiges, euch die Neis. Euch die Deiges, euch die Neis. Von Samen beginnen, begossen mit Liebe. Die waren die Beinlach bei kachelnden Rebe. In Wald von dem Leiden, die hoch mit die Klippen und rein mit der Reiter auf Schabes gerieben. A Stickle Erik mit scharfen Kereben, die Meile ist gelohnt, die Chisroin ist getrieben. Und so wird es mir ein Gestiegen bekieben. Mischigene Gerns und Mischigene. Jod Hirsch gehört ein originelles Programm von Radio Idisch Potus. Ihr könnt gefunden die frierdige Odysseus und andere Programme von unserer Radio auf Podcast. Klappt noch Radio Idisch Potus in dem Suchfenster von eurer Podcast-Besorger und ihr werdet sehen alle benimmste Odysseus. Idisch Potus ist eine unabhängige kulturelle Organisation, was rechnet sich nur auf der Stütze von ihren Mitgliedern und Edovanim. Ihr könnt euch helfen verspreiten unserer Kultur. Geht über zu unserer Webort www.idischpotus.org www.yidlshpouratous.org. Dort wird ihr sehen, wie er so das tun und eine Sache zu lehnen hat er noch.